Wunderschönen guten Tag an alle Webinarteilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Bender und ich begrüße Sie natürlich auch im Namen von FX Flat zu dem heutigen Live-Event der Non-Farm Payrolls mit Dirk Hilger. Bevor wir allerdings beginnen, das kann ja bei dem Webinar auch oder dem Webinar auch zu Live-Trades kommen, ist es wichtig, dass Sie die nicht als Handelsempfehlung verstehen. Das Webinar dient rein nur zu Schulungszwecken und die Meinung des Referenten muss nicht immer der von FX Flat entsprechen. Dirk ist schon am Start, insofern übergebe ich das Zepter und er kann seinen Bildschirm übertragen. Jo, gib mal Zepter. Nein, falscher Knopf. Herzlich willkommen zum NFPs Live Trading. Ja, wie immer mit FX Flat. Der Wolfgang Dender von FX Flat ist dabei und er hat es gerade sehr schön formuliert. Es kann ja zu Live Trades kommen und das ist auch so. Deswegen machen wir eigentlich ein Live Trading Webinar. Aber der Wolfgang ist auch im Hintergrund und hört fleißig mit, hält mir so ein bisschen gefühlt Händchen und sagt natürlich auch erstmal an der Stelle sehr gerne hallo. Also Wolfgang, du hast das Wort im Namen von FX Flat. Bitte schön, deine Bühne. Ja, danke schön, Dirk. Ja, wie nochmal jetzt an alle Teilnehmer. Herzlich willkommen zum heutigen Live-Event. Ja, die Erwartung für die Non-Farm Payrolls sieht so aus, dass die Beschäftigungszahlen leicht steigen werden. Oder so ist die Vermutung bei gleichbleibender Arbeitslosenquote. Ja, das mit den Live-Trades hast du ja schon gesagt. Ne? Ist keine Handelsempfehlung und es kann dazu kommen. Ne? Kann, oder wie hier bei mir geschrieben wird, kann Spuren von Live-Trades, von Live-Trading enthalten. Ja, das ist wirklich. Ja. Ne? Aber Allergiker. Den Rest überlasse ich dir, die Analyse und so weiter. Ja. Okay. Ja, gut. Dann fange ich da mal irgendwie an und guck mal, ob ich mich da jetzt irgendwie zurechtfinde in dem Markt. Wie immer gilt ja meine Devise so, News machen nichts Neues, sie machen das Bild aber sehr gerne und sehr schnell voll, sehr schnell vor allen Dingen und deswegen sind die halt auch eigentlich oft gut zu handeln. Ich hatte ja für heute auch so einen Wunschfahrplan, ich glaube, den kann man aber gerade schon vergessen, weil der Markt hängt nämlich hier genau in der Kurve jetzt gerade und ich gehe natürlich auch gleich rüber aufs Bild. Generell aber natürlich dürft ihr sehr gerne das Video liken, das schon mal irgendwie gerne vorab. Und natürlich, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, auch sehr gerne das. So, habe ich noch was vergessen? Ich glaube nicht, ne? So irgendwie immer die Kommentare drüber. Ja, ne? Also das ist halt so generell, ich gucke mir das Bild mal an. Ich gehe davon aus, und wenn ich hier erstmal umschalten, ich habe nämlich hier noch einen Rest vom Trade auf, aber ja, der Versuch ist ja immer, irgendwie vorher halt da schon reinzukommen, aber da ist man meistens um die Uhrzeit zu spät. Da muss man eigentlich schon ein bisschen eher ran. Ich bin ja der Meinung, generell, also die Meinung habe ich auch immer noch, aber es ist erstmal nur eine Meinung, der Markt muss es bestätigen. Aber hier hängt er jetzt echt hier gerade so wie so ein Schluck Wasser in der Kurve so ein bisschen. Der DAX hat natürlich schon ordentlich vorgeliefert und ich hoffe, der Dow macht das nicht so, weil ich bin hier immer noch der Meinung, dass der rauf kann. Einfach mal hier eine komplette Rakete nach oben ziehen. Also nicht nur, weil wir hier das Framing in grün haben, also ein bullisches Framing, was wir halt hier sehen, sondern einfach, weil der Daily halt so noch nicht komplett ist. Der ist für meine Begriffe so einfach nicht voll. Also hier im Daily, da habe ich ja gestern dann auch, beziehungsweise heute Nacht ja dann eben gesagt, naja, wir stehen ja halt nur mal hier über diesem Widerstand und recht genau hat er da geschlossen und wie man jetzt auch hier sieht, das ist die 38.856, stützt er sich da auch ganz genau drauf auf und hat auch bis jetzt überhaupt gar keine Lust, da drunter zu fallen, hat sich gestern da aufgestellt, jetzt hält er sich da unten fest, deswegen gehe ich mal davon aus, dass das auch noch in irgendeiner Form kommt. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wann kriegen wir das jetzt mit den News oder schleudern die News erst doch mal irgendwie nach unten und nachher macht es dann die Kasse wieder, weil eigentlich soll das Ding halt hier hoch. Ich würde halt gerne hier in Richtung vom SMA 20 eben auch im Daily, der DAX war ja da auch dran gewesen und halt eben auch im Weekly hätte eben auch soweit bis darauf Platz. Also eigentlich gar kein Thema, aber irgendwie man sieht, ne, er klemmt halt hier einfach und jetzt auch noch ausgerechnet, hat er noch so ein Bild gemacht, das ist ja das, wo ich immer, Entschuldigung, wo ich auch immer gerne drauf achte. Ich habe heute noch nicht viel geredet, merke ich gerade. Entschuldigung.
Wenn es zu laut wird, muss ich zwischendurch mal das Mikro ausmachen. Ich kämpfe hier echt mit einer Allergie. Ich weiß nicht, was das dieses Jahr ist, aber irgendwie hält die mich jeden Tag im Beschlag. Was ich meinte, ist hier SMA 20. Also es zeigt zwar alles irgendwie schön nach unten, aber die kurzfristige die kurzfristige Tendenz nach unten. Und hier klemmt das sich jetzt dann genau fest. Und das ist natürlich super nervig, den da jetzt hier zu greifen. Man könnte jetzt natürlich sagen, gut, geht man einfach darüber long. Ich bin auch der Meinung, dass hier diese Abwärtsbewegung mit dieser lustigen Glatze, die wir da oben haben, dass wir die eigentlich auch noch in irgendeiner Form nochmal beantworten müssen. Und beziehungsweise, dass er da zumindest mal hin sollte. Das wäre dann halt eben auch die, was ist das, 38.931. Jetzt mit einer offenen Position da rein, ich weiß es nicht. Ne? Also ihr könnt ja irgendwie auch mal schreiben, ja, wie ihr denkt, wie der Markt geht. Also ich meine, wir haben, was haben wir? Vier Richtungen. Ne? Entweder halt rauf, runter, Mitte oder erst rauf, dann runter, erst runter, dann rauf. Oder eigentlich haben wir fünf Richtungen. Nur rauf, nur runter. Ne? Und das ist immer so ein bisschen schwierig bei den News. Also das Bild im Daily finde ich, wie gesagt, im Daily finde ich es eigentlich verräterisch. Das heißt aber natürlich nicht, dass das dann jetzt tatsächlich so einfach wird. Also im DAX wurde hier auch gerade schon geschrieben, Puerto Rico, habe ich ja gestern den Short erklärt im DAX mit der tatsächlich SKS. Also ich bin ja gar kein Formationshändler, aber das hat ja wirklich einen blinden Rückstock gesehen. Und das hat auch insgesamt halt aus mehreren Gesichtspunkten wirklich einfach Sinn gemacht, so dass ich da überhaupt gar nicht von Long ausgehen konnte. Und ich hätte halt gedacht, wir kriegen so ein bisschen Reaktion irgendwie mal kurz auf der Strecke, bevor die NFPs kommen. Habt ihr noch vorhin mal versucht, irgendwie Long einzufangen, ist dann irgendwie zweimal in die Hose gegangen, ist natürlich dann irgendwie nicht so nett, aber okay, passiert halt. Also der Trade, den ich halt hier jetzt irgendwie gerade im Sinn habe, ist eben der, ne? Ich bin halt hier unten jetzt Long, aber halt der ist zu knapp. Ne? Ich liege jetzt hier gerade mal irgendwie 20 Punkte vom Entry oder vom mittleren Entry hier halt weg und mehr ist es halt nicht. Ne? Und das ist irgendwie mit 20 CFD-Kontrakten, glaube ich, so ein bisschen too much, beziehungsweise ein bisschen too much von der Size her, weil wenn wir oder wenn ich halt hier geslippt werde und dann ist das halt irgendwie schnell auch mal irgendwie 50 Punkte und das ist halt ein bisschen zu viel, finde ich einfach. Ne? Deswegen werde ich vielleicht einen kleinen Teil drin lassen, aber halt nicht viel. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wir jetzt da oben raufziehen, erstmal vor 14.30 Uhr, aber macht da irgendwie nicht so wirklich, ne? Sondern hängt sich hier jetzt einfach fest und damit ist natürlich dann auch wenig anzufangen. Also schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das seht, was der Markt jetzt hier eurer Meinung nach machen sollte. Würde mich mal interessieren. Weil für runter, ne, also hier im Daily, hier auf der rechten Seite, ein bisschen aufgezogen, ich hoffe, ich bin nicht im Bild, doch bin ich. Ne? So für runter ist es eigentlich alles so ein bisschen zu sehr erstmal nach oben gerichtet und als dass es jetzt einfach so nach unten fallen könnte. Aber generell ja, ne? Also aber erstmal rauf, dann runter. Also das heißt, ich würde sogar gerne rauf bis auf die 39.300 knapp. Und dort dann halt den Rückwärtsgang einlegen. Aber es ist natürlich eine ordentliche Strecke, es werden von hier aus 400 Punkte. Ist ein bisschen too much, ne? Um das halt jetzt irgendwie tatsächlich da halt irgendwie komplett so vorher zu orakeln. Star Chaser schreibt hier, da der DAX seine Abwärtsbewegung ja schon gemacht hat, wird jetzt wohl der Dow nach oben laufen, ne? Tja, ist natürlich der Ansatz ist halt auch plausibel. Auf der anderen Seite könnte man sagen, ja, der DAX hat schon gemacht, jetzt fehlt noch der Dow nach unten. Ne? Das ist natürlich von daher mit so einer Logik in Anführungszeichen ist ein bisschen schwierig. Ne? Da wäre ich halt echt vorsichtig, das irgendwie so anzugehen. Aber gut, ich meine, überlegen darf man ja, das ist ja jetzt irgendwie nicht verboten. Und generell sich halt irgendwie Gedanken dazu machen. Ich meine, man muss ja, wenn man irgendwie News handeln will, braucht man ja erstmal irgendeine Idee. Ne? Und ich habe jetzt, also der Daily ist natürlich immer wesentlich aussagekräftiger als irgendwas. Und auch ist es so, bin ich zumindest der Meinung, dass bei News eben halt die Daily, also die fehlenden Targets im Daily dann halt abgeholt werden. Ne? Und da bietet sich wirklich dann jetzt einfach SMA20 da auf der Oberseite halt auch an. Und deswegen könnte das schon sein, dass das dann so kommt.
So, 5 Minuten haben wir noch. Es sieht nicht so aus, als würden wir jetzt irgendwie in den nächsten 5 Minuten noch großartig da nach oben was kriegen. Nur, dass hier unten jetzt eben das da halt hängt. Was mir auch noch auffällt, ist im M15, da hätte er natürlich auch irgendwie mal kurz übertreiben können auf der Unterseite, bevor er nach oben läuft, nämlich hier auf die 821. Da wäre auch passenderweise, wäre dann auch der EMA 200, der für Übertreibungen ganz gerne mal herhält. Ansonsten würde ich den oder handle ich die Dinger da gar nicht. Ne? Nur hier wird es halt passen. Irgendwie so klein mal kurz, einmal kurz unter das Tagestief und dann halt irgendwie Liquidität, dann halt weg und dann anschließend irgendwie nochmal zurück dahin, wo es eigentlich gehen sollte. Das wäre natürlich so ein bisschen mieser Move, ja, aber den könnt ihr natürlich schon machen. So, ich fange jetzt aber mal an hier und löse mal die Positionen langsam auf und nehme mal ein bisschen was weg hier. Erstmal halbieren, mal gucken, ob das auch noch zu viel ist. Na, ich kann jetzt natürlich den Stop erstmal wegziehen, aber auch noch nicht tief genug, also ist, um als Beispiel unter die 2,1 zu kommen, wenn ich jetzt davon ausgehen würde, dass wir das da unten machen. Ne? Ich könnte natürlich jetzt auch sagen, okay, komm, ich lasse mich den Spaß in Anführungszeichen hier maximal 1.000 Euro kosten. Und wenn sie dann halt sind, und dann ist es halt so, ne? Dann sind sie halt weg, dann kann ich es halt auch nicht ändern. Also das heißt, dafür müsste ich dann halt hier auf die 730 quasi ja schon meinen Stop setzen, ne? Und das ist natürlich enorm tief. Und ich glaube, da bin ich irgendwie auch noch nicht so wirklich ein Fan von. Da wäre ich halt eher ein Fan davon, irgendwie schlechter in den Markt reinzukommen, als jetzt hier irgendwie auf gut Glück, ne? Irgendwie drauf zu bauen, dass wir jetzt direkt nach oben laufen, weil ich kann ja auch, und das darf ich ja halt auch irgendwie nicht wirklich vergessen, ich könnte ja auch komplett falsch liegen. Vielleicht laufen wir ja gar nicht rauf, sondern klatschen nur nach unten und dann sehe ich am Abend, was ich da übersehen habe und ärgere mich dann. Und ich glaube, das ist natürlich auch nicht unbedingt so der richtige Ansatz, ne, um sowas zu handeln. Buy Stop gesetzt, schreibt der Michael. Da wäre ich halt auch ein bisschen vorsichtig. Ne? Also du musst halt eben damit rechnen, dass du halt fett geslippt wirst. Ne? Das ist halt einfach schon klar. Und hier schreibt auch Love the Tuber, was spricht dagegen an, das Low kleine Limit beizulegen? Ja, klar, das ist natürlich der andere Ansatz. Ne? Wobei dann da auch die Frage ist, wie gut wird man da gefüllt werden? Das ist halt auch wieder klar. Und das ist dann halt das nächste Problem. Weil ich auch da natürlich dann halt im Zweifelsfall mit Slippage zu kämpfen habe. Ne? Wobei, da ist es eigentlich ein bisschen sicherer, würde ich mal sagen, als jetzt irgendwie nur, wie wenn man halt nur jetzt bei Stop setzt. Weil Limit Pullback als Beispiel, dort habe ich ja dann auch schon eine Kursstellung, ne, von denen, die in die Gegenrichtung den Markt haben wollen. Ne? Also das heißt, hier unten. Sorry, ich muss das hier alles kurz ein bisschen kleiner machen, damit ich hier nicht den Überblick verliere. Hier unten als Beispiel, wenn man jetzt sagt, na gut, ich lege da halt irgendwie eine LPO, ne, auf die 821, das wäre dann halt eben hier, ne, und das heißt, die würde ja mit runtergezogen halt eben bis sonst wohin und erst wenn der Markt dreht, wird die halt gegriffen. Und das hätte natürlich dann halt eben. Weil dann, dort hätte man dann ja auf jeden Fall auch eine Kursstellung, ne? Weil ansonsten kann der Markt ja nicht drehen. Und das ist natürlich der Vorteil von der Limit Pullback, ist halt auch klar, ne? Und das heißt, da habe ich das Problem mit der Slippage dann so arg nicht, ne? So, es passiert irgendwie nicht so wahnsinnig viel hier vor 19:30 Uhr, vor 14:30 Uhr, wie ich das sehe. Und wenn jetzt noch irgendwie eine Bewegung kommt, wäre es nett, wenn jetzt sofort irgendwie raufspringt. Total klasse, aber ey, zu wenig. Ne? Also deswegen jetzt hier erstmal soweit nichts, beziehungsweise ich lasse mal hier eine kleine noch drin. Stop liegt ja jetzt wirklich dann halt da unten. Sollte eigentlich tief genug sein, egal was da jetzt halt kommt. Und von daher gehe ich mal davon aus, dass das jetzt dann auch ausreicht. Irgendwie 25 Sekunden haben wir noch. Und damit dann auch der Trommelwirbel. So, also. NFBs. Noch 5 Sekunden. Bin gespannt, was passiert. Okay, eine ist raus und die andere. Moment. Das war nix. Ja, ich hätte den Stop natürlich nicht dahinsetzen dürfen.
Das war keine gute Idee. Irgendwie habe ich hier so ein bisschen Darstellungsstress, ne? So wie das gerade irgendwie aussieht. Das sieht irgendwie aber nicht gesund aus, was hier mein Computer macht. Würde ich mal so sagen, das war 100 Punkte tiefer als geplant. Und irgendwie soll der da gar nicht wirklich hin, ne? Aha, okay, das ist immer also ein bisschen tief hier reingekrätscht. Mal gucken, ob das wirklich funktioniert. Was hat denn der DAX eigentlich unterdessen gemacht? Mal ganz doof gefragt. Das hier sieht nämlich nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. So, 864 halten wir jetzt hier dagegen. Ne, weil das ist halt das, was ich meinte. Ne? Er könnte natürlich zuerst komplett runter und nachher bügelt es die Kasse. Dann halt wieder rauf. Ich lasse jetzt mal hier kurz, halt mal kurz die Finger still. Ja, was heißt Schlag ins Konto? Ne? Ich meine, vorher, der war ja noch da. Also schon okay, ist jetzt nicht so wahnsinnig schlimm. Moment. Aber so ist das halt. Ne? Also, ich überlege jetzt hier direkt nochmal gleich dagegen zu gehen, wenn jetzt hier irgendwie nichts mehr hinterherkommt. Das kann natürlich falsch sein. Ich werde es jetzt aber mal machen. Weil wir haben auf der Unterseite, könnte der natürlich auch noch runter bis zu 600. Ne? Das ist halt eben das andere Problem an der Sache. Also es ist natürlich so generell bei solchen Trades, ich gebe mal hier noch ein bisschen mehr Luft auch, bei solchen oder generell beim Trading, wir werden da schon noch irgendwie eine Gegenbewegung sehen. Dafür ist der Daily für meine Begriffe zu deutlich. Und die Frage ist immer nur, ab wo? Ne? Reicht das jetzt hier? Wo die ist auch hier das Vortagestief, ne? Weil am Vortagestief hier irgendwie einmal kurz drunter. Reicht das jetzt hier, das Vortagestief, oder macht er wirklich das Daily Build sogar nach unten dann jetzt im ersten Ansatz voll? Ne? Von daher ist das halt natürlich ein bisschen schwierig. Was? 100 Punkte Slippage? Ja, wenn so positiv ist, ist es ja okay, ne? So, aber ich lasse das jetzt, lass den mal machen hier. Also Vortagestief finde ich halt hier schon jetzt erstmal okay, das zu kaufen. Mal gucken, ob das jetzt halt irgendwie dann auch ausreicht oder ob der nicht wirklich noch da unten komplett eskalieren will. Ne? Das ist genau das, was wir vorhin hatten. Ne? Gesagt haben, ja, der DAX war ja schon unten, jetzt kann der Dauer dann endlich auch. Ne? Das wäre halt eben dann leider die andere Art und Weise, das zu betrachten. Ne? US-Zinssenkungen auf Wiedersehen bei den Zahlen. Ja. Also Wolfgang, vielleicht kannst du ja mal kurz was zu den Zahlen sagen. Wolfgang? Ja, kann ich im Moment gerade nicht. Okay. Weil hier hat jemand geschrieben, bei den Zahlen, der Tim, also sind wohl die Daten irgendwie besser als irgendwie erwartet. Und deswegen Zinssenkungen. Ade, würde ich jetzt mal so vermuten. Ah, hier kommt echt wenig, ne? Hier kommt echt wenig. Die wollen doch nicht allen Ernstes hier das Vortagestief verkaufen in einem Rutsch hier. Aber so richtig viel Gegenwehr ist gerade noch nicht da, ne? Naja, mal gucken. So. Also das Ding ist, ne, was ich ja vorhin sagte, ne, nur weil der erste dann daneben geht, heißt das ja nicht, dass man nicht irgendwie noch ein paar Mal irgendwie ansetzen kann. Und dann halt eben auch mit passender Positionsgröße. Ich bin aber erstmal also heilfroh, dass ich den Long da oben großteils rausgenommen habe. Ne. Das ist natürlich erstmal gut, weil das wäre ja fatal gewesen, irgendwie hier mit 20 Kontrakten 200 Punkte in den Süden. Das wäre wirklich ein Tritt in den Allerwertesten gewesen. Ne? Und von daher ist das schon okay. Aber ich bin mal gespannt. Ne? Also jetzt hier, ob er das jetzt wirklich hält, das Vortagestief, oder ob das wirklich verkauft werden soll. Aber aktuell drückt es erstmal. Was macht der DAX eigentlich? Hier irgendwie nebenbei. 470, ja, okay, da ist nicht mehr viel passiert. Ne?
Ich glaube, bei 400 irgendwie, da war vorhin so das Tagestief im DAX. Aber hier kommt irgendwie zu wenig Gegenwehr. Also erstmal, ne, stehen wir jetzt hier über dem Vortagestief. So, das ist halt irgendwie soweit. Juliana, mein 20 Kontrakte, 200 Punkte, Portokasse. Ne, ja, natürlich nicht. Ne? Ich meine, da reden wir über irgendwie knapp 4.000 Euro. Das wäre ein bisschen too much, ne? Das wäre ein wenig too much. Moment, muss ich ganz kurz was checken. Ja, wenn hier keine Gegenwehr kommt, muss man da raus. Ne? Es hilft alles nichts. Dann lieber noch mal gucken, ob wir das Tief dann irgendwie noch mal sehen. Weil aktuell sehe ich hier nichts außer irgendwie eine Range da unten und irgendwie ohne nennenswerte Gegenwehr. Das ist nicht so wirklich gut. Mal gucken, was hier noch gewesen ist. Ja. Ich sage ja, der könnte halt schlimmstenfalls runter bis auf die 600. Ne? Und deswegen wäre ich auch jetzt hier gar kein Freund davon, das irgendwie da großartig zu skalieren, sondern wird dann eher, würde ich den halt hier auch nochmal ausstoppen lassen und mich da unten, beziehungsweise dann auf der Unterseite nochmal versuchen, da irgendwie reinzukommen. Ne? Aber hier jetzt auf der anderen Seite, Short am Vortagestief. Ist natürlich schon eine Aussage, ne? Wenn er das jetzt wirklich irgendwie machen sollte. Also zugegebenermaßen, ich bin hier auch irgendwie vorhin mal ganz kurz erschrocken, als der Markt so darunter gekommen ist. Das hätte ich nicht erwartet. Definitiv nicht. Aber so ist es halt, ne? So, jetzt bin ich gespannt. Ne? Wird das jetzt verteidigt oder eben nicht? Ne? Könnte jetzt natürlich hier nochmal long gehen, aber mir fehlt da insgesamt so ein bisschen die Gegenwehr. Ich würde eher warten, also jetzt, wenn ich den ausbauen will, dass wir diese Hochs da erstmal rausnehmen. Weil das sieht ja echt gruselig aus. Irgendwie, ich bin ja schon fast irgendwie dabei, hier auf den Knopf zu drücken und das Ding klarzustellen. Ja, klar, hätte man machen können, aber hätte Fahrradkette. Ne? Mir fehlt hier so ein bisschen die Bestätigung dafür, dass das eine gute Idee ist, das Vortagestief zu kaufen. Nur weil wir jetzt halt hier so 2-Minuten-Kerzen irgendwie in Grün, beziehungsweise wenn wir jetzt halt hier in Blau da draufstehen haben, das reicht mir ehrlich gesagt nicht. Das reicht mir ganz und gar nicht. Also Augenmerk liegt natürlich wie immer auf dem M15 als erste. Als erster relevanter Timeframe, wenn der natürlich ganz raufzieht und da oben schließt, okay, ne, dann ist fein, aber irgendwie, ich sehe es noch nicht wirklich. Ich sehe es echt noch nicht wirklich. Ja, der Werner schreibt hier gerade 14 Punkte erwischt mit Trail. Ja, ne, am Vortagestief meintest du. Also Scalping, klar, ne? Scalping kann man hier unten, das geht halt schon. So, irgendwie 2 mal 5 Minuten um. Hier der M5, M15, Daily. Stunde macht irgendwie, ja, eigentlich schon, ne? Sinn da auch mal drauf zu gucken. Gucken, wie die so aussieht. Nee, die meinte ich nicht. Sondern, wo sind denn? So. Das erinnert mich irgendwie an den DAX von heute Morgen. Ne? Es drückt irgendwie runter und irgendwie es kommt nichts. Ne? Es hat irgendwie keiner Lust. Wobei im DAX ist natürlich Kassamarkt und hier ist doch Future-Markt. Also eigentlich sollte sich das hier so ein bisschen anders durchaus verhalten. Das, was man hier halt auch sieht im Daily, ist, ne, hier nochmal irgendwie auch dieses Framing nochmal auf der Unterseite, was uns gestern aber auch schon irgendwie, also gestern hat uns das nach oben befördert. Das heißt, hier unten war eigentlich schon massiv Support.
Das wäre natürlich auf der anderen Seite auch eine ziemlich krasse Aussage. Also, wenn jetzt dieser Support, der uns da gestern halt irgendwie 300 Punkte nach Norden geschleudert hat, wenn der jetzt mal ebenso verkauft würde, ne, das finde ich halt auch schon so ein bisschen strange, ne? Warst du nicht long im DAX? Nee, ich war da nur irgendwie ein paar Mal, das fragt der Christian gerade hier, ein paar Mal versucht, den Rücklauf da halt irgendwie zu handeln, aber jetzt nicht irgendwie strong long oder so. Gar nicht. Ganz und gar nicht. Es kommt hier nichts, ne? Es kommt nichts. Also es hält sich da unten in der Range und das ist immer eigentlich nicht gut. Weil Range in Ausbruchsrichtung bedeutet ja leider irgendwie ganz oft, so, wir setzen noch einen dran, ne? Das bedeutet das ja leider irgendwie ganz, ganz oft. Deswegen sollte man hier schon auch ein bisschen vorsichtig sein. Und deswegen habe ich auch hier nicht skaliert. So 25, 30 Punkte würde ich hier maximal gehen. Aber halt jetzt erstmal halt lieber ein bisschen mit größerem Stop und erstmal klein anfangen, bevor es dann halt irgendwie nachher zu teuer wird. Nur wenn es halt eben nicht aufgeht. Ja, ne, also es sieht echt irgendwie so aus, das macht ja hier irgendwie den DAX, ne? So irgendwie, was der DAX seit morgen gemacht hat, nämlich nur runterdrücken, irgendwie Ausbruch, nur runter, kein Rücklauf, kein nichts, kein gar nichts, ne? Gefällt mir nicht. Ich gehe da jetzt raus. Ich habe hier irgendwie Stress. Ich gehe da raus. Es ist irgendwie, ich habe da kein gutes Gefühl mehr dabei. Also ich finde mal, das muss ja auch irgendwie dazu passen. Und nicht da halt irgendwie blind irgendwie dranbleiben und nach dem Motto, ja, mal hoffen, ich ziehe mal den Stop noch, ziehe mal den Stop noch, ziehe mal den Stop noch. Sondern da sage ich dann eher, okay, komm, das war Mist. Das war dann erstmal Mist. Jetzt haben wir hier natürlich, ne, das Low, was wir hier jetzt gerade austesten. Also wir stehen hier echt unter Vortagestief. Ne? Ich finde das so heftig, dass der halt, dass die den jetzt wirklich da drunter prügeln. Zwar erstmal nur hier im M1. Und klar kann das immer noch funktionieren, das Ding, aber so, ich gucke mal hier über die Kommentare drüber. Weil das hier gefällt mir jetzt tatsächlich überhaupt nicht. Ne? Wäre schon fast ein Freund davon, irgendwie short zu gehen hier. Ne? Okay, ich will jetzt hier nicht irgendwie hin und her springen, weil ich gerade keine bessere Idee habe. So, gucken wir über die Kommentare. Order Flow ist momentan total ausgeglichen. Ja. Der DAX ist manipuliert. Ja, welcher Markt nicht? Aber der DAX sowieso. Ne? DAX ist halt einfach, also was heißt manipuliert? Ja, ne? Es klingt immer so böse, aber es ist halt so, der DAX ist halt einfach, nichts ist mehr mit Derivaten belastet wie der DAX. Ne? Und deswegen, klar, da spielen ganz merkwürdige Interessen rein. Definitiv nicht nur Käufer und Verkäufer und solche, die absichern, sondern halt tatsächlich solche, die den Markt ganz gezielt immer irgendwie in eine Richtung auch haben wollen. Ne? So, Gold taucht ab. Finde ich gut, dass du es bleiben lässt. Ja, ne? Also ist ja auch, was ich gestern auch gesagt habe. Ne? So irgendwie Recht haben wollen, ganz schwierig. Ne? Sollte man irgendwie nicht. Also ich will jetzt auch hier nicht Recht haben, dass wir hier einen Abprall. Also ich hätte es gut gefunden. Ne? Also das finden wir alle gut, wenn wir was handeln. Dass wir recht haben mit der Überlegung. Aber es muss aber irgendwie auch ein Bild ergeben. Ne? Und das hier ergibt gar kein Bild. Ne? Der drückt hier nur, man sieht es ja gerade wieder, der drückt hier nur auf der Unterseite rum. Ne? Und von daher weiß ich jetzt auch nicht, was der überhaupt vorhat. Ich könnte es natürlich anfangen zu raten. Ne? So irgendwie, ach, hier haben wir noch eine gestrichelte, gehe ich doch da mal long. Und da haben wir eine, da gehe ich doch da mal long. Nein. Das ist falsch. Das ist einfach falsch.
Also ich würde nicht eher long gehen hier, bevor wir halt wirklich eine Gegenbewegung sehen. Und wenn überhaupt, ne? Aber hier, so, jetzt haben wir genau das, also die Entscheidung. Also ich habe zumindest mal zwei richtige Entscheidungen getroffen, wenn die jetzt auch nicht gewinnbringend waren, aber sie haben zumindest das Risiko begrenzt. Das ist halt am Anfang das nahezu komplett Auflösen von dem Long und eben jetzt auch hier den zweiten Long hier jetzt sein gelassen, ne? Wenn die Zeichen halt eben eine andere oder wenn der Markt eine andere Sprache spricht, nicht mit dem Markt diskutieren, ne? Was? In Richtung 34.000? Fragt nämlich so, Micha, wir machen jetzt hier keinen Crash. Wir machen jetzt hier ein bisschen Korrektürchen. Und dann war es das. Also ich finde es halt immer noch irgendwie, für mich ist das Bild irgendwie nicht fertig, ne? Auf der Oberseite. Ich kann mir das fast nicht vorstellen, dass wir jetzt hier einfach so irgendwie da unten wegkippen. Ich glaube da noch nicht dran. In Richtung, ich mache mal hier den Daily auf. Also zu handeln gibt es ja jetzt irgendwie gerade hier nichts für mich. Aber das ist natürlich echt, der da oben runterkommt, hätte ich nicht gedacht. Gut, dann lag der Hilger mal falsch, ne? Da lag er falsch. Gibt's nichts zu beschönigen. So, also hier mal gucken im Daily, ne? Ja, ne? Wir haben zwar da oben, wir machen so eine Banane. Also hier in dem SMA20, das habe ich natürlich ja vorher gesehen. Das hat der DAX aber auch gemacht. Der DAX aber zumindest dann halt mal irgendwie da reingelaufen. Ne? Und von daher finde ich so irgendwie, das sieht so unfertig auch. Auch hier dieser Schlusskurs, ne? Gestern über der 856, so why, ne? So, und normalerweise sage ich immer, der Markt macht das eigentlich nicht irgendwie ohne Grund, sondern in der Regel kommt ja auch noch was nach. Und es kam ja zuerst mal was nach, aber dann weiter halt eben nicht mehr. Und dass das hier so ein Fake sein soll, ich glaube es einfach noch nicht. Ne? Also ich kann mich täuschen, aber das sieht für mich eher so aus, als würde er jetzt hier unten nochmal reinlaufen in diese Zone. Das ist ja auch die Extension im Daily, ne? Von dem Framing, was wir hier halt haben, hier an den Kurzfrist. SMA und den dran drehen und dann nach oben laufen. Sieht für mich irgendwie verdächtig danach aus, als würde das so ein Ding werden, ehrlich gesagt. Also, aber auch da kann ich natürlich wieder falsch liegen, ne? Aber hier wäre das zumindest ein Bereich, da würde ich mal anfangen, Long zu suchen, also unter der 600, ne? Nicht hier. Hier auf keinen Fall. Also, das ist irgendwie relativ sinnlos, glaube ich. Der H1, ich meine, wenn man sich den jetzt mal anguckt, der hängt hier einfach, ne, und ist einfach nicht fertig, ne, aber man sieht ja, wie das Ding da runterkommt. Will man da jetzt noch long gehen, weil man denkt, wir laufen noch einmal ganz nach hoch? Eher nicht, ne? Okay, McMurphy, finde nicht, dass du falsch gelegen hast, wenn die Zahl nicht so dermaßen kirr gewesen war, das Wahrscheinlichste. Ja, das ist aber genau das Ding, ne? Es muss mir ja egal sein, welche Zahlen da halt kommen. Weil das ist ja grundsätzlich meine Devise, ne? Die Zahlen machen das Bild voll. Und mir ist egal, ob die irgendwie gut, schlecht sind, wie die interpretiert werden. Das darf ja alles irgendwie keine Rolle spielen, ne? Und von daher, klar, also natürlich lag ich falsch. Also da gibt's, ist so, ja. Das ist jetzt auch nicht irgendwie das Ende aller Tage, nur weil ich jetzt hier mal falsch gelegen habe. Und das ist so. Ich rede mir das jetzt auch nicht selber schön. Aber ich finde aber trotzdem, also das Einzige, was ich mir schön reden kann, in Anführungszeichen, ist, dass ich halt zumindest irgendwie hier nicht dran festgehalten habe, ne? Und jetzt erstmal da auch eine Entscheidung getroffen habe, die ich jetzt soweit erstmal auch gut finde, ne? Auch das hier, ne? Was sind das für, das ist sehr merkwürdig, ne? Man könnte jetzt natürlich anfangen und dann halt irgendwie versuchen, in die Short-Richtung hier mitzugehen mit dem Stundenschluss. Das könnte man jetzt irgendwie mal noch überlegen. Ne, hier an den Supports am Vortagestief als Beispiel wäre dann der erste Punkt. Und gucken, macht das irgendwie Sinn? Ja, der kommt da irgendwie gerade so ein bisschen arg motiviert im M5 daher. Ne? Aber generell wäre das jetzt hier natürlich,
so der Short-Punkt. Ne? Auch hier die Value Area. Das kann man mal versuchen, irgendwie für mit einem kleinen Stop. Mal gucken, ob wir den Schlenker darunter kriegen oder ob wir jetzt hier tatsächlich auch noch eine Runde vermeiert werden. Dann ist es natürlich komplett daneben. Ne? Aber hier die Value Area, die wir halt hier verkauft haben, hier diese Highs und irgendwie der Stundenschluss. Aber das kann natürlich jetzt trotzdem, kann der Markt hier jetzt ein bisschen überreagieren. Ne? Das wäre natürlich schon möglich. Das wäre natürlich auch immer noch möglich, keine Frage. Ne? Drückt hier gerade zum, also eigentlich gehört es natürlich oben hin, ne? Da oben, wo dieser Peak ist. Da gehört er hin. Aber halt, wo ist denn der H1? Nochmal. Warum ist der eigentlich immer falsch hier bei mir? So, ne, weil er versucht jetzt natürlich jedes dieses Framing halt auch zu kaufen im H1, das zu erhalten und hier jetzt abgewiesen erstmal an der Value Area, ne, und darauf würde ich ja halt hier bauen bei diesem Trade, hätte man natürlich auch ein bisschen höher direkt reingehen können und nicht unbedingt hier nur an den Lows am Vortagestief. Bin mal gespannt, ob das aufgeht oder nicht. Aber generell könntet ihr schon nochmal irgendwie einen kleinen Impuls irgendwie nach unten bekommen. Und dann halt eben mit der Stunde auch komplett dann da unten raus. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Aber es kann natürlich auch, das ist halt immer die Gefahr, dann eben, wenn die Liquidität ausgeht, bei News oder nach den News, dass es halt dann auch gerne einmal irgendwie in zwei Richtungen rausholt. Ne? Das kann natürlich auch passieren, das ist halt klar. Ja, und da würde zum Beispiel dazu gehören, hier oben diesen Peak, den jetzt auch noch irgendwie kurz zu überbieten und dann nochmal runterzulaufen. Ja, das wäre natürlich dann der Knaller, ja, wenn er halt mit sowas kommt. Also man sieht es ja hier schon, ne, an dem, wie der Markt sich hier irgendwie gerade aufbäumt, ne, weil da unten halt irgendwie die Liquid zu Ende war. Aber das wäre dann halt auch trotzdem, finde ich, halt irgendwie schon ein bisschen arg schweinisch von dem, was der Markt dann da treibt, wenn er den jetzt wirklich nochmal raufzieht und dann halt hier durch diese Widerstände, die er vorhin da gebaut hat, durch die durch. Ne? Aber wir wissen, wie es ist. Möglich ist alles, vor allen Dingen halt Sachen, die man nicht gut findet und die auch irgendwie nicht bequem sind zu handeln. Guck mal, hier ist ein bisschen M2, ein bisschen aufgeräumter. Also einen Schub müssten wir eigentlich noch kriegen, ne? Außer jetzt nicht, weil ich jetzt irgendwie der Masse folge, die sich auch irgendwie gerade auf Short setzt. Aber ich finde es halt generell auch ein bisschen schwierig, das Vortagestief zu verkaufen. Das ist nicht so ohne. Das kann natürlich, so ein Ding kann halt immer dann auch irgendwie mal eine Runde Phishing gewesen sein. Ne? Das ist halt immer das Problem dabei. Ja klar, es läuft ja hier natürlich schön da oben rein. Ne? Da wäre ich ja sogar mit dem Long von vorhin, wäre ich jetzt fast schon wieder raus. Aber da ist irgendwie schon ein bisschen arg mies unterwegs, dieser Markt. Gucken wir da jetzt noch so einen Schub kriegen oder eben nicht. Was ist eigentlich Phishing, fragt Star Chaser. Handeln die Großen extra so, dass wir Kleinen leiden müssen? Ganz ehrlich, glaube ich nicht. Also das ist ja eher, Phishing ist ja da, wo die Liquidität zu Ende ist, einfach nur. Ne? Wenn jetzt als Beispiel halt jemand Short-Positionen halt in den Markt halt reinschiebt und dann ist das ja halt eben so, das hat ja dann irgendwo in der Regel
findet das ja dann halt sein Ende. Und dort, wo das Ende ist, also irgendwann ist die Liquidität vorbei. Und das ist halt das, wo wir dann halt eben dann oft sowas dann halt sehen. Also was wir dann eben als Phishing bezeichnen. Ne? Und das sieht dann immer aus wie Absicht, ist es aber halt, ich glaube nicht, dass das Absicht ist. Ne? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. So, jetzt kleben wir hier echt am Vortagestief. Ne? Und keiner weiß, was es werden soll. Ich meine, das ist ja auf der Oberseite genauso. Ne? Also wo bilden sich Dochte oder Lunden? Dort, wo die Liquidität vorbei ist. Ne? Das heißt, wo halt einfach keiner oder nicht mehr genug von der Gegenseite da sind. Ne? Da haben wir natürlich dann so eine Ausprägung. Und ne, weil er halt dann im Endeffekt, also wenn man zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn man mal selber den Future gehandelt hat, irgendwie mit einer größeren Size, dann hat man ja das Problem, dass man den Markt ja dann eben selber bewegt. Ne? Und das heißt, also zum Beispiel irgendwie, ich schicke da 50 Kontrakte rein und das Buch irgendwie auf einer Strecke irgendwie von 20 Punkten hat gerade mal irgendwie 50 Kontrakte in Summe. Ne? Also gemeint ist die Geschichte hier. Ne? Also wenn das jetzt als Beispiel irgendwie in Summe 50 sind und ich schicke 50 Kontrakte in den Markt oder zum Beispiel kaufe die, ja, und will dann anschließend aber meine Kaufposition wieder auflösen. Und dann mache ich Folgendes, dann bewege ich mich einmal hier quer durchs Buch. Das heißt, ich kaufe hier meine 50 bis da oben hin, ja, und hier oben verkaufe ich sie wieder. Und dann habe ich genau den Markt wieder da unten. Ne? Also das heißt, dann habe ich irgendwie nur irgendwie Geld verbraten. Auch wenn ich den Markt bewegt habe, weil ich ja keine Abnehmer, nicht genug Abnehmer auf der anderen Seite habe. Ne? Und das ist halt das Problem dabei. So, was wird das denn jetzt hier? Nichts Gutes, ne? Also irgendwie Vortagestief, ich habe es fast befürchtet, ne? Also, dass das schwierig wird. Ich hätte hier irgendwie den Spike, ich hätte den vorhin irgendwie schnell mitnehmen sollen und wäre es gut gewesen. Aber so wird das nichts. Katastrophenmarkt. Absolute Katastrophenmarkt. Gucken, wenn es hier wirklich über diese Hochs auch noch drüber will, das wäre natürlich schon ein bisschen Knaller. Also, wenn die jetzt eben da oben abgeholt werden. Aber hier ein Impuls irgendwie zum Ende der Stunde hin, den sehen wir wohl irgendwie eher nicht mehr. Würde ich mal fast tippen, außer er klatscht jetzt irgendwie in 2 Minuten runter. Aber es ist auch so ein bisschen fragwürdig, ne? Also, weil der baut sich hier jetzt irgendwie viel zu heftig gerade auf. Wäre möglich ist alles, aber. Aber das hier, also, wenn jetzt wirklich dieses Vortagestief nochmal hält und hier gekauft wird, ne? Dann muss man sich wirklich die Frage stellen, was war das bitte, ne? Was soll der Mist, ja? Also, wer hat den Markt da runtergeschickt und dann doch wieder gekauft? Das wäre natürlich schon so ein bisschen, also beim DAX wäre das irgendwie typisch, würde ich sagen, gut, es waren die Emittenten, ne? Und die wollten da unten irgendwelche Scheine rausfischen, aber halt beim DAO, da haben wir natürlich zwar auch Emittenten, ne? Aber ob das dann halt hier wirklich die gleichen sind, ich meine, so viele gibt es ja dann halt eben nicht, wie das jetzt beim DAX der Fall ist. So, last minute, ich glaube, da kommt nichts mehr. Bei dieser Stunde. So, was sagt der Andreas? War nur Spaß, wollte ihm nur eine Gesichtsregung mit hochgezogenen Mundwinkeln entlocken. Hallo Dirk, sind die Zahlen schon raus? Ja. Ja. Und der Dirk hat verkackt. Und hängt jetzt hier in der Short-Position drin. Ne? Ich wollte das eigentlich, okay, hier Tagestief verkauft, ne? Und dann irgendwie stoßen wir da nochmal dran an und laufen dann runter. Nee, macht er nicht. Sondern hier gefischt. Ne? Das ist echt total, total super Markt, irgendwie um den zu handeln, nicht. So, das heißt, die Stunde schließt jetzt auch hier in 5 Sekunden über dem Vortagestief. Gut. Was fangen wir mit der Info denn jetzt an?
Also wahrscheinlich kleben wir jetzt hier fest, setzen dann nochmal irgendwie da unten an und dann weiter. Gute Frage, nächste Frage. Ne? So, steht also genau das. Ne? Das heißt also hier auch wieder irgendwie super unentschlossen an der Stelle. Der Markt klemmt hier einfach jetzt nur am Vortagestief. Es sieht so aus, als würde es gekauft werden. Ist auch gekauft worden, zumindest mal im H1. Und bei mir schlägt gerade hier Murphy's Law zu. Kennt ihr das Phänomen? Ihr habt eine Position und der Markt läuft immer ganz genau nur auf Break-Even. Und das war's dann. Und sonst nichts mehr. Ja, toll, oder? Das ist Talent. Das ist echt Talent. Ne? Ach ja. Gut. So, ich würde den jetzt gerne hier noch loswerden in irgendeiner Form. Aber ich fürchte, es wird nichts ohne Skalierung. Das heißt, das wird dann eher wohl eine komplizierte Position werden. Das heißt, dann müsste man hier oben dann halt nochmal dagegen halten. Also hier kurz vor diesem High. Falls er das jetzt irgendwie nochmal anläuft, dort nochmal dagegen halten und dann halt gucken, dass man da unten irgendwie rauskommt. Also ich würde halt, ich habe es ja gerade schon irgendwie erklärt, ich würde halt wirklich long eigentlich erst gehen unter der 600, ne? Also ab 595, zwischen 595 und 531. Ich halte schon für plausibel, dass wir das jetzt gleich dann irgendwie zur Kasseeröffnung dann halt sehen, dass wir dort dann eben nochmal hinlaufen und uns dort nochmal irgendwie neue Schwung holen. Also was halt hier natürlich einfach jetzt, dass das Ganze extremst erschwert, ne? Den jetzt auch hier auch nur diese paar Punkte da irgendwie vernünftig loszuwerden oder da unten rauszugehen, ist eben, dass diese Käufer hier gestern, ne, bei dem Vortagestief, dass die den Markt einfach darauf geballert haben, ne, 300 Punkte. Und in der Regel ist es nicht so, dass die plötzlich nicht mehr da sind. Und das sieht man ja auch gerade hier, ne, da wird ja jetzt schon wieder gestützt, ne, genau an der gleichen Stelle wie gestern. Und das ist halt echt natürlich jetzt anstrengend, ne? Und eine Nummer, die dann halt eben auch lange dauern kann. Und die können auch hier, kann es jetzt auch sein, dass jetzt erstmal die Verkäufer erstmal ein bisschen nachgeben. Ich meine, Verkäufer haben wir hier oben auch gesehen, ne? Aber hier unten jetzt nicht mehr unbedingt. Die können natürlich dann auch hier nachgeben oder anfangen, Positionen aufzulösen. Das würde dazu führen, dass der Markt ein Stück weit raufkommt und so, dass die eben auf höherem Niveau dann halt eher nochmal draufdrücken, ne? Das ist halt einfach genau das Ding, ne? Das ist genau das Ding. Und das kann natürlich jetzt hier passieren. Deswegen ist jetzt hier Skalieren auch jetzt nicht unbedingt das Falscheste, wie ich finde. Ne? Aber auf der anderen Seite sieht man hier schon von der Tendenz M15 irgendwie nach unten gedrückt, kommt jetzt direkt eine dagegen und die hält jetzt hier irgendwie den ganzen Verkehr auf. Ne? Das geht mir ehrlich gesagt so ein bisschen auf den Zeiger gerade. Gewaltig, um ehrlich zu sein. Weil das ist irgendwie Pech. Also das ist einfach jetzt nur blödes Pech, nichts sonst. Ne? Und das braucht irgendwie kein Mensch. Und könnte jetzt dazu führen, dass ich hier jetzt wirklich dazu gezwungen werde, auch die jetzt nochmal irgendwie im Loss zu beenden. Das wäre natürlich super ärgerlich, aber nicht wirklich unwahrscheinlich. Ne? Und da muss man halt irgendwie dann den auch nochmal irgendwie im Zweifelsfall auch höher ansetzen. Ne? Also den Short dann auch, den Long tiefer, den Short höher. Ich will am liebsten mal kurz die Kamera ausmachen und einmal eine Runde schreien hier, weil mir das gerade wahnsinnig auf den Sack geht. Was der hier treibt, echt, das ist ja wohl echt nicht. Reiß mich zusammen. Versuche das Ding jetzt hier nur rauszukriegen, ne? Also mehr jetzt hier nicht mehr. Und ich habe keine Ahnung, wohin es den jetzt irgendwie gerade schickt. Ich kann mir jetzt hier nur versuchen, irgendwie einfache Punkte dazu finden. Ja, hier das Framing, was wir jetzt hier erstmal gerade haben, dieses High M5, dann hier oben diese Highs und da mich jetzt erstmal dagegen zu stellen. Und wenn der Markt jetzt aber irgendwie mich heute mal so richtig hier vermeiern will, so läuft direkt bis dran. Das ist wirklich unglaublich, ne? Wenn der mich jetzt aber hier einmal so richtig vermeiern will und dann schießt er den jetzt direkt am Stück nach oben raus und dann war es das. Dann war es das.
Ja, das sieht echt leider aus wie. Das sieht aus wie. Totaler fucking Arsch. So, gut. Super Live-Trading nicht, ne? Jetzt könnte man hier oben auch noch ein kleines. Ach komm, ist schon raus. Okay. Leute, vergisst es. Das ist einfach nur absolute Megakatastrophe, das Live-Trading heute. Ich bin gerade echt ein bisschen entsetzt, wie beschissen, sorry, Wolfgang, aber wie beschissen dieser Markt läuft. Das war einfach nur teuer, nichts sonst. Unnötig, also dieses Gefische da unten komplett unnötig und jetzt wieder diese Käufer. Erst wird es da unten rausgeschickt. Dann wird es tagestief verkauft, dann wird es doch wieder gekauft. Jetzt läuft er hier noch über die Grenzen einfach mal so drüber. Es ist trotzdem kein Reversal, der wird auch wieder runterkommen, ne? Aber es ist halt hier einfach richtig, richtig scheiße. Gut, ja, was heißt für diesen Markt kann ich nichts, ne? Nee, aber es ärgert mich jetzt wirklich dann doch, ne? Also wenn ich halt sehe, ich meine, ich bin ja wirklich ein großer Fan vom DAO und habe damit auch irgendwie schon richtig gut auch Geld verdient und handel den auch wirklich gerne, ne? Aber wenn ich so einen Mist dann halt hier sehe, ne, wo ich echt sage, was bitte soll das, ne? Also das ist irgendwie, ne, ich meine hier so, also rein vom Bild her, so viel Alarm hier gemacht und bloß irgendwie nicht mehr darüber, Range ausgebaut, verkauft das Tagestief, schließt darunter, rennt da unten hin, irgendwo ins Nirvana, ja, irgendwie da unten, wo nichts ist. Und dann wird der ganze Salat einfach zurückgekauft und hier gibt es noch nicht mal irgendwie eine Reaktion. Was soll das, ne? Da denkt man sich so wirklich so, ey, brauche ich nicht, ne? Ja, okay, so ist es. So, ich glaube, ich muss hier mal ganz kurz durch die Kommentare durchgehen. Oder sage ich zu einem direkt mal Adios forever. Gott. So, weil Werbung für andere machen wir hier ganz bestimmt nicht, ne? Okay. So, also, Wolfgang, das war ein nicht gutes Live-Trading, beziehungsweise ich bin mega unzufrieden mit mir selber. Ich muss aber wohl den Drops jetzt irgendwie oder die Pille schlucken. Es ist halt, wie es ist. Zweimal daneben gegangen, beziehungsweise ja, fast dreimal sogar. Und irgendwie, keine Ahnung, was das irgendwie soll. Ich kann es nicht erkennen. Ich kann es nicht erkennen, was der Markt hier irgendwie gerade da halt vorhat. Also ich meine, klar, jetzt könnte man natürlich nochmal irgendwie höher da oben halt rangehen, ne? An diesem Support da auf der Oberseite. Das kann man jetzt natürlich auch nochmal versuchen. Wird wohl auch, also schon funktionieren, ja. Also irgendwo wird der halt nochmal reagieren. Aber es wird dann halt irgendwann langsam einfach auch nur noch nervig, ne? Vor allen Dingen, wenn man sich das hier mal anguckt. Dieses Gebilde, ne, dieser Außenstab. Ich meine, wie der da drin geschlossen hat, der hat ja jetzt irgendwie nicht schön da drin geschlossen, ja, jetzt irgendwie im Bullish. Ich wäre ja grundsätzlich auch ein Fan davon gewesen, das Ding da unten zu kaufen, aber nicht mit der Lunte da unten, ne? Und das heißt, das ganze Ding ist halt einfach aufwärts gerichtet, es ist halt einfach, wie es ist, ne? Gut, okay, ich würde gerne Feierabend machen, weil ich will jetzt einmal hier um den Block laufen und den Kopf gegen die Wand schlagen. Ich gesagt, ey, sorry. Es ist, wie es ist, ja. Ich kann es nicht irgendwie schön reden. Ist nicht schön zu reden. Nicht gut. Blöd gelaufen und irgendwie Haken dran, ne? Oder wie war das? Irgendwie aufstehen, Staub abwischen, Krone richten, weiter geht's, ne? Ja, Dirk, tut mir Wolfgang. sehr leid. Ja, Ehrlich. mir auch. Aber Ich danke. hätte Aber es auch anders erwartet, muss ich ehrlich sagen. das ist kompletter Nonsensmarkt irgendwie, wie der da halt irgendwie gerade läuft. Also ich verstehe es nicht. Keine Ahnung, bin ich zu doof dafür. Ja, vielleicht gibt es ja welche, die das verstehen. Ich heute nicht. Ja, okay. Ja, Alright. wer das verstanden hat, Nachrichten bitte an Dirk. Ja, bitte, ne? Ja. Ansonsten danke ich allen für die Teilnahme. Dirk, dir auch vielen Dank. Ja. Und ich wünsche allen ein schönes Wochenende, ein sonniges Wochenende. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis Machen dahin wir. alles Gute. Ja, Ciao. danke.
Ciao. Dankeschön, bis dahin. Ciao.